Ich glaube nicht, dass Elisabeth dich belogen hat. Sie hat mich doch schon mal belogen. Als Irene so krank war. Oliver. Ich habe dich zwar einige Zeit nicht gesehen, aber mein Mariechen macht mir trotzdem nichts vor. Also ich weiß überhaupt nicht, wovon du redest. Du hast dich in Henning verliebt. Ganz einfach. Ich habe gewusst, dass Lara nicht Irenes Tochter ist. Dann habe ich also doch recht gehabt. Du bist eine Lügnerin. So eine verdammte Lügnerin. Höre. Ja klar, sonst hätte sie auch nicht die Wahrheit gesagt. Bitte, bitte. Lass uns die Ruhe bewahren. Warum tust du das? Warum lügst du mich immer an? Aber warum denn immer? Erst sagst du mir nicht, wie krank Mama ist. Und jetzt? Jetzt sagst du mir nicht, dass sie gar nicht meine Mutter war. Ich war so überrascht. Plötzlich kommst du mit diesem Untersuchungsbericht. Was sollte ich denn sagen? Zum Beispiel die Wahrheit? Das scheint dir ja schwer zu fallen. Ja, hier geht es nicht ums Belügen. Es ist nur... Na was? Hast du jetzt deine Ausrede vergessen? Irene und ich, wir hatten eine Übereinkunft getroffen. Ja klar, jetzt ist sie wieder schuld. Wie immer. Aber es war so. Sie hat dir ja auch nichts gesagt. Dann tu du es. Na los! Sag mir endlich alles. Ich will jetzt alles wissen. Wer sind meine Eltern? Was ist denn das für ein Quatsch? Ach, du bist nicht in Henning verliebt? Da muss ich mich wohl bei dir entschuldigen. Ich hätte schwören können. Ich muss weiterarbeiten. Und ich dachte, ich kenne dich. Ich war so überzeugt, dass ich ihn Schwarze getroffen habe. Papa, bitte, ich habe zu tun. Tja. Schade, kann ich da nur sagen. Aber andererseits, Henning hat ja auch seine schlechten Seiten. Ja, sogar einige. Im Grunde wäre er nicht der Richtige für dich. Na, hör mal, was soll das denn heißen? Jetzt hast du dich aber endgültig verraten. Was? Wieso? Na, deine Augen. Als ich eben was gegen Henning gesagt habe. Dein Blick hätte töten können. So schaust du immer, wenn man was kritisiert, das du liebst. Hab ich recht? Du magst ihn sehr gern. Na also, aber warum hast du es denn nicht gleich zugegeben? Ach, weil es doch eh keinen Sinn hat. Ich meine, das ist doch lächerlich. Wir kennen uns schon so ewig. Henning nimmt mich doch als Frau überhaupt nicht mehr wahr. Woher willst du das wissen? Es gibt einfach zu viele alte Geschichten. Ich bin für ihn nichts weiter als eine Sandkastenfreundin. Meinst du nicht, dass ich das ändern könnte? Nein! Und deshalb hoffe ich auch, dass er nichts gemerkt hat. Ich muss gestehen, ich bin doch einigermaßen überrascht. Das hast du wunderbar ausgedrückt. Sagten Sie nicht, Herr Seifert sei Arzt? Doch, das ist er. Na, dann scheint mit diesem Beruf auch nicht mehr die Ernsthaftigkeit einherzugehen, die man früher erwarten durfte. Ach komm, auch ein Arzt darf mal Doktorspiele machen. Also, es war so. Ja? Der Champagner. Der Champagner ist mir nicht bekommen und ich hatte eine Kreislaufschwäche. Ja, und dann hat Tom ihn wiederbelebt. Na bitte, da sind wir wieder beim Thema Arzt. Es ist jetzt aber auf keinen Fall so, wie Sie denken. Woher wollen Sie wissen, was ich denke? Also, was Sie jetzt denken müssen. Sie meinen, was ich gesehen habe. In der Tat, da liegt ein Gedanke nahe. Allerdings nicht der an Mund-zu-Mund-Beatmung. Ich muss gestehen, ich habe da auch an etwas ganz anderes gedacht. Ich weiß, zu viel Vertrautheit kann zwischen Männern und Frauen das Prickeln töten. Genau das meine ich. Henning kennt mich einfach zu gut. Da bleibt aber eine Frage. Wieso interessierst du dich für ihn, obwohl du ihn schon so lange kennst?
Das weiß ich auch nicht. Es hat ja auch eine Weile gedauert, bis sich das entwickelt hat. Na bitte. Warum soll sich dann bei ihm nicht auch etwas entwickeln? Was spricht dagegen? Zum Beispiel, dass er überhaupt keine Beziehung will. Zumindest nicht mit mir. Als Freundin bin ich perfekt. Na, Freundschaft ist eine Grundlage für mehr. Es sei denn, sie funktioniert zu gut. Kennst du das nicht? Dass man manche Leute als Kumpel lieber hat? Manche, aber nicht alle. Vor allem nicht, wenn sie so charmant sind wie du. Aber das merkt er doch gar nicht. Er sieht in mir nichts anderes als die gute alte Marie. Seine Traumfrau heißt immer noch Caroline. So, dann kann er aber ganz schön mogeln. Wie meinst du das? Ich könnte schwören, dass er sich für dich interessiert. Heute beim Ausritt hat er jedenfalls nicht an eine andere Frau gedacht. Ich spüre das, Marie. Henning mag dich. Ja, aber es geht um mehr. Das kommt auch noch, wenn es nicht schon da ist. Ich weiß, du willst dir keine Hoffnungen machen, damit du nachher nicht enttäuscht bist. Aber in diesem Fall kannst du ruhig ein bisschen optimistisch sein. Tja, und dann hat sich Irene entschlossen, eine Leihmutter zu suchen. Eine Leihmutter? Sie hat mich nicht adoptiert. Nein. Ja, und Leihmutter, was heißt das jetzt genau? Eine Leihmutter ist eine Frau, die für eine andere ein Kind bekommt. Zum Beispiel, weil diese andere Frau unfruchtbar ist. Ja, und woher? Ich meine, das Kind muss ja einen Vater haben. Ja, natürlich. Die Samenzellen stammen von dem Partner der unfruchtbaren Frau. Also, das heißt, von deinem leiblichen Vater. Okay. Selbst wenn. Was habe ich davon? Er ist weg. Und ich bin allein. Du bist nicht allein. Du hast uns. Ihr? Ihr seid nicht mit mir verwandt. Im Grunde habe ich nichts mit euch zu tun. Laura. Wer ist diese Frau? Wer ist meine richtige Mutter? Wie heißt sie? Wo wohnt sie? Das weiß ich nicht. Aber du musst es mir sagen. Ich will sie treffen. Elisabeth hat gerade gesagt, dass sie die Frau nicht kennt. Das glaube ich dir einfach nicht. Lara, du musst wissen, dass es in Deutschland nicht erlaubt ist, Kinder von Leihmüttern austragen zu lassen. Ja, na und? Deine Mutter ist dieser Frau nie begegnet. Ja, aber mein Vater, er muss sie doch irgendwie... Ich kann dir nur sagen, was ich von Irene weiß. Deine Mutter hat diese Frau nie getroffen. Das wurde alles über eine Kontaktperson geregelt. Willst mir nichts sagen? Na gut. Lara, ich kann dir nicht mehr sagen, weil ich nicht mehr weiß. Schon gut. Lara! Arno, wir können sie doch jetzt nicht so gehen lassen. Lassen. Das muss sie erst mal verdauen. Aber jetzt möchte ich dich noch mal etwas fragen. Wieso hast du es mir nicht gesagt? Hi. Hallo, ihr beiden. Wir wollten hören, wie es Lara geht. Lara? Wieso? Sie war nicht in der Schule. Ist sie krank? Nein. Und wo war sie dann? Sie ist herumgelaufen. Wollt ihr irgendwas trinken? Wieso rumgelaufen? Naja, was man eben so macht, wenn man nicht in der Schule ist. Und warum war sie nicht in der Schule? Hatte sie etwa schon wieder Stress, weil sie geklaut hat? Nein, darum geht es nicht. Hey, jetzt mach's nicht so spannend. Was ist mit Lara? Lara hat noch ein anderes Problem. Etwas sehr Persönliches. Du kannst vielleicht um den heißen Brei reden. Du solltest Politikerin werden. Alexa, das ist nicht witzig. Lara geht es nicht gut. Na toll. Dann sag mir bitte, wie ich ihr helfen soll. Ich meine, ich darf sie noch nicht mal sehen. Ja, ich weiß. Ja gut, dann gehe ich eben zu Arno und frage ihn, was los ist. Okay, dann tu das. Es tut mir so leid, dass dir das passieren musste. An so einem Tag. Ich muss gestehen, dass ich sowas bei uns in Hamburg noch nicht erlebt habe. Bei uns ist das eigentlich auch nicht üblich, obwohl die Sitten sich doch sehr gelockert haben. Na, zum Glück möchte ich sagen. Dass du das sagst, überrascht mich natürlich nicht besonders. Wenn ich so zurückdenke, wir haben uns doch ganz andere Sachen geleistet. In Flagranti wurde ich nie erwischt. Du warst eben immer schon sehr umsichtig. Es ist mit den Jungs ein bisschen durchgegangen, mein Gott. Wo
von Ballenbach, ich muss mich entschuldigen. Wir haben einfach alles um uns herum vergessen. Ja, das haben wir gemerkt. Vielen Dank für die Einladung und nochmal Entschuldigung. Auf Wiedersehen. Hi. Hey. Entschuldigung, darf ich mal? Tut mir leid, danke. Hier ist ja was los. Henning, was machst du denn hier? Im Moment passe ich auf, dass mich niemand über den Haufen rennt. Entschuldige, dass ich im Weg stand. Hier ist seit einer halben Stunde die Hölle los. Ist typisch für das Business. Ja, aber ist doch toll, wenn der Laden so läuft, oder? Wie warst du noch auf der Teeparty? Naja, sagen wir mal, dass ich hier bin, beweist, dass ich deine Gesellschaft vorziehe. Sag mal, hier lebt man echt gefährlich. Wie gesagt, wir müssen diesen Termin einhalten, da wird's immer ein bisschen hektisch. Umso dringender brauchst du eine Pause. Die kann ich mir bestenfalls heute Abend leisten. Du siehst ja, was hier los ist. Ja, das stimmt. Hallo, kannst du mal durch? Momentan kann ich wirklich nicht weg. Haben wir das bestellt? Ja. Oh je, ich muss mich echt um alles kümmern. Das ist ein Irrtum, von dem du dich befreien musst. Daniela, deine Papierlieferung ist da. Meine? Hast du die nicht bestellt? Doch. Siehst du? Dann sei doch so nett und kümmere dich um den Mann, ja? Okay. Hm? Hallo. Hallo. Kann ich endlich ins Studio? Hast du einen Termin? Ja, habe ich. Das ist sehr gut. Darum kümmert sich Ralf. Ralf, bist du so nett? Willst du hier nicht das Kommando übernehmen? Nein. Ich möchte nur dafür sorgen, dass dein Laden dich nicht von einer wahnsinnig wichtigen Aufgabe abhält. Die da wäre? Mit mir shoppen gehen. Ich brauche neue Klamotten. Außerdem wusste ich nicht, wie Lara diese Wahrheit verkraftet. Und hast die falsche Entscheidung getroffen. Ja, ich habe alles verkehrt gemacht. Also alles sicher nicht. Aber zwei Dinge. Du hast Lara nicht die Wahrheit gesagt und mir auch nicht. Du bist mir doch noch böse. Böse? Ach was? Ich hab mich nur gewundert, dass du mir nichts gesagt hast. Ja, das war dumm von mir. Na, schon gut. Diese Leihmutter, du kennst sie wirklich nicht? Nein, es ist genau so, wie ich es Lara gesagt habe. Wirklich, Arno. Irene hat diese ganze Aktion äußerst diskret behandelt. Du glaubst mir nicht. Doch. Für Lara ist es schlimm. Sie fühlt sich verlassen. Weiß nicht mehr, wohin sie gehört. Wieso? Sie gehört hierher zu uns. Das empfindet sie im Moment etwas anders. Ja. Mein Gott, und dann auch noch die Sache mit dem Diebstahl. Und wir haben so hart reagiert. Hätten wir einfach so darüber hinweggehen sollen? Nein, natürlich nicht. Aber wie wird es denn jetzt weitergehen? Tag, Herr Brandner. Ich wollte zu Lara. Christian, die ist leider nicht da. Ach, und wo ist sie? Ja, das weiß ich ehrlich gesagt auch nicht. Du findest wirklich, dass er gut aussieht? Vertrau mir. Das tue ich ja. Aber ich weiß nicht. Doch, das ist wieder voll im Trend. Das mag ja sein. Ich frage mich nur, ob mir sowas steht. Finde ich schon. Du siehst super aus damit. Echt? Wie kann man nur so unsicher sein? Männer sind so. Wir brauchen Bestätigung. Komm, ich lass dich doch nicht in irgendeinem peinlichen Fummel rumlaufen. Na? Obwohl, ich hätte ja auch den Jeansmantel oder den Karomantel verpassen können. Der Karomantel, der war gut fürs Büro. Ich habe es vergessen. Ich habe noch was für dich. Ach, wann hast du denn die gekauft? Tja, gefällt sie dir? Die ist süß. Obwohl, ist die nicht ein bisschen zu trendy für mich? Vertrau mir. In deiner Branche trägt man noch sowas. Aber ich bin keine Rapperin. Na und? Setz doch mal auf. Na gut. Und? Wie sehe ich aus? Cool, Baby. Ja? Herr Sabel ist da. Möchten Sie ihn empfangen? Sabel? Ich kann den Namen im Moment nicht einordnen. Helfen Sie mir. Er war heute zu Besuch mit dem jungen Arzt. Ach ja. Ich lasse bitten.
Entschuldigen Sie bitte die Störung. Was kann ich für Sie tun? Ich wollte mich noch mal bei Ihnen entschuldigen. Fräulein Dania, würden Sie sich bitte um die Blumen kümmern? Danke. Es war wirklich eine unmögliche Aktion von uns. Wir haben da einfach nicht drüber nachgedacht. Zu viel Champagner? Auf jeden Fall möchte ich, dass Sie wissen, wie leid es uns tut. Ich kann jetzt nur noch hoffen, dass Sie unsere Entschuldigung akzeptieren. Das ist hiermit geschehen. Super. Vielen Dank. Ich denke, dann ist alles gesagt. Wenn Sie mich jetzt bitte entschuldigen. Die Löwen hätte ich weglassen sollen. Ich habe schon einen Tee. Das verfliegt, wenn wir was gegessen haben. Ja. Hallo, ihr beiden. Hallo. Wie gefällt dir mein neuer Mantel? Soll ich ehrlich sein? Sieh dich vor, was du sagst. Den habe ich ausgesucht. Ich finde den Mantel klasse. Naja, ist vielleicht nicht ganz dein Stil, aber voll im Trend. Ja, ich habe auch so einen Mantel. Schon vor 20 Jahren getragen, ich weiß. Und vielleicht hast du ihn noch. Wenn er dir jetzt anbietet, kannst du auch ablehnen. Keine Angst, ich habe ja ein ähnliches Modell. Macht's euch was aus, wenn ich schon mal nach oben in die Wohnung gehe? Nein. Du kannst ja das Sushi schon mal in den Kühlschrank stellen. Okay. Gib dir auch. Tschüss, Martin. Tschüss, Henny. Wie es aussieht, habt ihr euch gut amüsiert. Das kann man so sagen. Wenn du mich fragst, Henning mag dich sehr gern. Ich frag dich aber nicht. Oh, ist was passiert? Nein. Das heißt ja. Ja, was denn? Wir haben beim Shoppen eine Frau gesehen, die aussah wie Caroline. Und Hennings Reaktion darauf war... Entschuldige bitte, jetzt verstehe ich gar nichts mehr. Naja, er hat diese Frau gar nicht weiter beachtet. Also scheint er über Caroline hinweg zu sein. Hi, Angelo. Hi. Guten Abend, die Herren. Ist Frau Schneider nicht da? Nein, leider nicht. Aber Sie müssten ihn irgendwie kommen. Möchtest du was trinken so lange? Ja, machst du uns zwei heiße Zitronen? Ja, sehr gerne. Meinst du, Charlie ist noch sauer? Gut möglich. So was Doofes am Ort. Ja, das nächste Mal ziehen wir uns besser ins Heu zurück. Nächstes Mal sollte es besser nicht gehen. Wie bitte? Keine Sorge, so war das nicht gemeint. Hast du bei Frau von Beinbach denn was erreicht? Sie hat unsere Entschuldigung akzeptiert. Jedenfalls hat sie das gesagt. Hauptsache, Charlie kriegt deswegen keine Ärger. Das wäre echt ziemlich blöd, wenn sie unseretwegen bei Frau von Beinbach abgemeldet wäre. So, die beiden Zitronen. Danke. Da kommt auch Frau Schneider. Na, ihr habt vielleicht Nerven. Während ich um meinen guten Ruf bangen muss, sitzt ihr gemütlich hier und trinkt. Heiße Zitrone. Das war wirklich ein Fauxpas erster Güte. Habt ihr euch den gar nicht unter Kontrolle? Nein, Jungs, ich bin wirklich sehr enttäuscht von euch. Aber wisst ihr was? Weil ihr so herrlich verliebt seid und ich euch so gut verstehe, verzeihe ich euch nochmal. Außerdem hast du dich ja nochmal bei Frau von Beinbach entschuldigt. Naja, sie hat mich informiert.
Und ich glaube, ich habe sogar die Spur von Vergebung in ihrer Stimme gehört. Also gerade noch mal gut gegangen. Aber das eine sage ich euch, und das müsst ihr mir versprechen. Ja. Das nächste Mal lasst ihr euch gefälligst nicht erwischen. Das ist echt furchtbar, wenn ich mir das vorstelle. Du kannst dir das nicht vorstellen. Du hast ja deine Eltern. Du weißt, wer sie sind, wer du bist. Ich hab nichts. Niemanden. Naja, eine Mutter hast du schon. Aber ich weiß nicht, wer sie ist. Und wahrscheinlich werde ich es auch nicht rausfinden. Und dein Vater? Kann man den nicht finden? Wie denn? Ich weiß doch nichts von ihm. Und meine Mutter? Also, nicht die Leihmutter? Ja, schon klar. Die andere Mutter. Sie ist tot. Sie kann mir nichts mehr von ihm erzählen. Das ist echt total blöd. Überleg doch mal, wie das wäre. Dass alles plötzlich nicht mehr wahr ist, was du über dich selbst gewusst hast. Deine Mutter ist nicht deine Mutter. Deine echte Mutter kennst du nicht. Deinen Vater auch nicht. Ich fühle mich so allein und verlassen. Ich verstehe dich. Obwohl ich eigentlich beleidigt sein müsste. Du vergisst total, dass du eine Freundin hast, die immer zu dir hält. Und ich bin auch für dich da. Wir halten zu dir, garantiert. Genau, du kannst dich echt auf uns verlassen. Kann ich etwas von deinem Ingwer haben? Nein. Das war ein Scherz. Willst du noch ein bisschen Sojasauce? Nein, vielen Dank. Oh Gott, ich weiß nicht, wie du das machst. Ich kann mit diesen Dingern einfach nicht umgehen. Du kannst auch mit den Fingern essen. Das ist in Japan so üblich. Mit den Fingern? Und warum quälen sie uns dann mit diesen Stäbchen? Weil es vornehmer ist mit Stäbchen. Ach komm, ich zeig's dir nochmal. Nimmst die Stäbchen so, den oberen so, und dann bewegst du einfach nur das obere Stäbchen. Mmh. Geschafft. Also. Das war wirklich ein erfolgreicher Tag heute. Erst hilfst du mir bei meinem Mantel, und dann kann ich dir zeigen, wie man mit Stäbchen umgeht. Weißt du was? Hm? Ich bin richtig froh, dass du hier wohnst. Du nicht? Doch. Doch, auf jeden Fall. Ich genieße das Zusammenleben mit dir sehr. Man teilt so diese kleinen Alltäglichkeiten. Man frühstückt zusammen, man kann sich abends noch was erzählen. Das finde ich auch sehr schön. Du glaubst gar nicht, wie ich das vermisst habe. Das Alleinsein war schrecklich. Ich vermisse Caroline.